Hallo zusammen, ich bin Juliane. Ich bin heute zu Besuch bei Connor, denn die MT07 soll heute eine Magura HYMEC drauf bekommen. Und da sehe ich, er kommt schon. Grüß dich, Connor. Juliane, good to see you. Good to see you too. Also, bauen wir ein HYMEC drauf. Auf jeden Fall. Klasse. Legen wir los, oder? Ja. So, hier ist das gute Stück. Hier ist das HYMEC für Ihr Yamaha. Im Auslieferungszustand ist der Nehmerzylinder immer voll eingezogen, dass der Kolben hier hinten sitzt. Dadurch kann es kein Luft, das ist hydraulisch blockiert. Okay, Connor, mal prinzipiell, für welche Motorräder eignet sich das HYMEC-System? Also grundsätzlich so 90-95% von Motorrädern, die mit einem Bautenzug ausgerüstet sind, können wir auf HYMEC-System umbauen. Wir haben einige Modelle, wo wir ein fertig vorbefülltes Kit haben, aber es wäre genauso möglich, aus Einzelkomponenten System zusammenzustellen. Mhm. Und dazu haben wir in unserem Katalog haben wir eine Anleitung mit den verschiedenen Gebern und der verschiedenen Länge von Nehmerzylinder und die Anbauteile. Also es ist recht leicht, das zusammenzustellen. Und Connor, für wen eignet sich eigentlich so ein HYMEC-System und was für konkrete Vorteile bringt es mir? Also der größte Vorteil ist, dass ich einen konstant bleibenden Druckpunkt habe. Egal wie warm das der Motorrad oder der Wetter oder sonst was ist, da bleibt der Druckpunkt immer konstant. Ich habe auch ein gutes Gefühl für den Punkt, wo die Kupplung greift. Und der HYMEC wird von vielen verschiedenen Fahrern eingesetzt. Also einmal der Profi-Enduro-Fahrer, der viel kuppelt, der hat einen großen Vorteil und irgendjemand mit einer kleinen Hand oder weniger Handkraft etc. Hat natürlich auch einen Vorteil. Mhm. Aber grundsätzlich hat jeden, der ein HYMEC verbaut, hat einen Vorteil dran. Cool. Gut, dann fangen wir an mit dem Umbau, oder? Ja. Die HYMEC ist drauf. Mhm. Boah, ich muss gleich mal ziehen. Ja, fühlt sich schon viel einfacher an. Mhm. Also es besteht die Möglichkeit natürlich, die komplette Armatur zum Einstellen. Mhm. Es besteht auch die Möglichkeit, die Klapphebel etwas weiter zu stellen hier. Mhm. Aber ich habe es einigermaßen nah ans Lenker hingestellt. Ja. Und auch die Neigung passt super. Und eine Sache, die ich dir zeigen möchte, einfach einmal im Jahr zum Kontrollieren, wäre die Sache mit dem Freispiel. Da hier unten. Mhm. Du hast so 4 bis 5 mm Freispiel. Wenn die Kupplung warm wird, dann wandert diesen Hebel weg. Mhm. Du musst nur schauen, wenn der Motor warm ist, dass immer noch ein Spiel vorhanden ist. So einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Okay. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der HYMEC. Danke, ich freue mich drauf.